Ich sag's euch, es geht gleich los mit viel, viel, naja, was heißt Drama? Drama ist es nicht unbedingt. Für mich geht's jetzt gleich zum Arzt. Ich glaube, das letzte Mal beim Arzt war ich zur Blutentnahme für meine Stammzellenspende. Das ist ja auch schon fast wieder ein Jahr her. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, wie die Zeit einfach rennt. Für mich geht's jetzt zum Arzt, weil ich muss ein bisschen ausholen. Macht es euch bequem. Vor 10, 11 Jahren ungefähr wurde ich dreimal an der Nase bzw. um meine Nase herum operiert. Das erste Mal war eine OP für die Nasenscheidewandkorrektur. Die war sehr, sehr schief. Ich habe nämlich keine Luft durch die Nase bekommen. Und daraufhin hat sich in meinen Nasennebenhöhlen haben sich gutartige Verwachsungen entwickelt und diese komplette Kieferhöhle ausgefüllt. Hast du nicht gemerkt? Ich habe es aber immer gemerkt, wenn ich beim Sportunterricht war und gehüpft bin, weil es dann, naja, gut, ne? So. Dann wurde die Nasenscheidewand korrigiert und die Kieferhöhlen wurden korrigiert und ein Jahr später bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie wieder da sind. Auf beiden Seiten. Auf der einen Seite wieder komplett zu und auf der anderen Seite ein bisschen kleiner. Es wurde ein weiteres Mal operiert. Dann bei der nächsten Kontrolle haben sie gesagt, okay, bis dahin ist jetzt erstmal nichts, was man machen muss. Wir haben jetzt ein paar Jahre Zeit. Was ist ein Fleck auf meinem Display? Ich dachte schon. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wir machen nur noch die Nasenmuscheln, dass ich da Luft bekomme und die Siebbeinzellen hier oben. Und dann sollte eigentlich alles erstmal gut sein. So, das ist jetzt 15 Jahre her und ich habe mich gefühlt seitdem nicht mehr dafür interessiert, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt merke ich so langsam oder seit einem Jahr ungefähr merke ich, dass irgendwas da wieder nicht stimmt. Und seitdem ich jetzt so krank war, wir waren ja vor kurzem im Urlaub und da bin ich natürlich krank geworden. Da sieht man oder da habe ich gemerkt, dass hier irgendwas mit dem Ohr auch wieder nicht stimmt. Das hängt ja alles zusammen. Und du musst dafür aber ein MRT machen. So, jetzt leben wir ja mittlerweile in Brandenburg und nicht mehr in Berlin und ich nicht nebenan von meinem HNO-Arzt. Das heißt, ich habe zufälligerweise einen Termin heute bekommen. Ich habe gestern Abend um 22 Uhr geschaut, 21 Uhr. Ich habe ihn heute Mittag bekommen. Was natürlich super, super gut ist, weil ich einfach ganz viel Zeit jetzt spare, bis ich einen MRT-Termin habe, bis das ausgewertet wurde. Das dauert halt alles so ein bisschen. Ich möchte einfach nur einmal auf Nummer sicher gehen, dass das alles wieder in Ordnung ist. Weil ich der Meinung bin, dass ich auch so ein bisschen, wenn ich mir meine Videos anschaue, so ein bisschen nasal rede und ich merke was beim Atmen. Das ist ganz, ganz schwierig, das zu erklären, wenn man das selber nicht hat. Bei mir ist es jetzt 10 Jahre her. Vielleicht ist es wieder da. Vielleicht habe ich auch einfach nur keine anderen Probleme. Nein, aber das würde ich gerne. Kennt ihr das, wenn euch etwas einfällt und ihr es dann nicht mehr vergesst? So ist es in dem Fall. Ich zeige euch gleich die Bilder. Also eine kleine Warnung. Ihr seht gleich MRT-Bilder. Falls ihr das nicht sehen könnt, spult gerne ein Stückchen zurück. Aber da sieht man das wirklich ganz, ganz gut und auch sehr. Dass ich finde, auf diesen MRT-Bildern sieht es immer ein bisschen dramatischer aus, weil es ist im Prinzip bisher nichts Schlimmes gewesen. Was habe ich denn hier für einen Fleck? Sag mal. Nichts Schlimmes gewesen, aber es soll ja nicht schlimmer werden. Deswegen drückt mir die Daumen, es geht jetzt zum Arzt. Komm, wir gehen hoch. So, ich glaube, da kann man es ganz gut erkennen. Ich muss das so ein bisschen zuhalten. Das ist ein Querschnitt. Das sind die Augen hier, diese beiden Punkte. Und das hier ist die Nase. Da sieht man diese schiefe Nasenscheidewand. Und hier sind die Kieferhöhlen. Und ihr seht schon, schwarz ist immer gut, sobald etwas, also schwarz ist Luft. Und weiß, beziehungsweise, also ganz weiß ist Knochen und so grau ist Wasser. Also ist hier etwas, was da drin ist. Das war bei der ersten, da sieht man auch noch, war die Nasenscheidewand zu groß und krumm. Und dann wurde das alles gemacht. Bei der zweiten sah es fast genauso aus. Und ich vermute, dass das wieder da ist. Ihr wisst, was kommt? Ein Autoteil-Vlog. Ich bin, wie man ein bisschen zu früh losgefahren. Ich mag das aber ganz gerne, weil ich dann einfach doch mal, bevor ich dann, egal wo ich bin, noch mal kurz ankommen kann, mich ein bisschen sammeln kann. Und das klingt viel schlimmer, als es eigentlich ist, aber das sind die einzigen Momente am Tag, wo ich
durchatmen kann und mal nachdenken kann. Und gerade beim Autofahren, ich liebe es, Auto zu fahren. Und mir ist es eben wieder aufgefallen, ihr habt es auch eben gesehen, die Aufnahme. Ich finde, ich hatte ja so ein bisschen Angst, nach Brandenburg zu ziehen, ja? Weil ich ja bin eigentlich immer in Berlin groß geworden. Aber seitdem wir hier leben und ich mehr draußen bin, sei es im Garten oder wenn wir spazieren gehen oder wenn ich hier auch nur über die Landstraße fahre, dieser weite Blick, auch wenn man zum Flughafen bei uns fährt, dieser weite Blick übers Feld in den Wald da hinten rein, das macht mich richtig selig, also richtig, richtig ruhig innerlich. Die Ruhe wurde gestört von einem Anruf. Ja, hallo Herr Giacomo, Sie haben gleich bei uns einen Termin. Können wir den verschieben? Er sagt, ich bin schon da. Also ich bin in 2 Minuten da. Ach so, na gut, schade. Naja, also es dauert ja auch nicht lange, es wird ja auch nichts Kompliziertes. Wie gesagt, ich brauche ja auch eigentlich nur eine Überweisung für ein MRT. Egal wo, Hauptsache ein MRT. Das ist ja, das merkt man schon, ne? Also im Vergleich zu Berlin. Berlin hat natürlich sehr, sehr viele Ärzte. Da wartest du natürlich auch lange. Hier hast du aber wenig Ärzte und wartest sehr lange. Und das ist schon ein Problem, was ich für die Zukunft recht schwierig sehe für Brandenburg. Aber ich bin guter Dinge, dass ich einen Termin kriege. Wie gesagt, das ist ja auch nichts Eiliges. Wenn ich jetzt 2 Monate auf einen Termin warte, dann warte ich halt 2 Monate auf einen Termin. Eine Sache fand ich noch ganz spannend. Ich habe heute ein Video hochgeladen. Es ging um Rhode. Das habt ihr ja neulich gesehen, die Marke von Hailey Bieber. Eine sehr beliebte Marke eigentlich, auch in Amerika. Und ich habe ein Video hochgeladen bei TikTok, dass mich persönlich oder mir etwas aufgefallen ist, das Problem mit dem Plastik, mit dem Plastikkarton. Viele von euch hatten mir da auch geschrieben, dass ich da recht habe. Aber TikTok, das ist echt nochmal was anderes, ne? Du musst ja auf TikTok, muss es ja ein bisschen provokanter sein. Und ich weiß, viele sind super provokant und beleidigen grundlos durch die Gegend und hetzen und was weiß ich. Das ist nicht meins, das bin nicht ich, das will ich auch nicht. Und wenn ich dann nicht erfolgreich werde, dann weiß ich zumindest in 20 Jahren, ich habe alles richtig gemacht oder bin nicht über Leichen gegangen. Das ist jetzt aber nochmal was anderes, weil ich einfach etwas kritisiert habe. Und dann kommt natürlich gleich wieder, du Undankbarer, und wie kannst du nur, und Hayley, die Arme, und ich habe doch, Mann. Das ist auch nur bei TikTok so, ne, dass sich die Leute so, so sehr auf den Schlips getreten fühlen. Ich habe ja nicht gesagt, Kerstin Müller, du hast etwas falsch gemacht. Du, die das Video sieht, sondern ich empfinde das, was diese Firma macht, als nicht optimal. Ich habe ja sogar einen Verbesserungsvorschlag gegeben. Egal. Ich habe alles dabei. Ich suche jetzt immer noch einen Briefkasten. Ich habe nämlich einen Brief. Weihnachten steht an und im Pelletier-Verlag von Danny ist natürlich vor Weihnachten immer ganz besonders viel los, ne? Weil der Adventskalender kommt und viele Bestellungen als Bücher verschenkt werden. Ich habe jetzt einen Umschlag habe ich noch mit dabei, den bringe ich jetzt einmal weg und dann hoffe ich, dass das alles gleich beim Arzt klappt. Überraschend schnell. Bin wirklich überrascht. Erstmal total nett, aber du hast gemerkt, sie hat mich jetzt wirklich noch dazwischen geschoben. Es war einfach so, so voll. Aber ich habe mich nicht mehr hingesetzt. Also es ging sehr, sehr schnell. Überraschung Nummer 1. Ich wusste nicht, dass wir schon so modern sind, dass du per iPad ein Röntgen machen kannst. Sie hatte so ein Gerät, kabellos, hat sie in mein Gesicht, deswegen ist so ein bisschen das Make-up weg, und hat dann ein Röntgenbild gemacht von den Kieferhöhlen und von den Nebenhöhlen und hat auch was gesehen, aber nicht so groß wie damals. Wir probieren das jetzt so wegzukriegen erstmal. Sie hat gesagt, sie würde mir ungern ein CT verschreiben, weil es einfach, es ist ja nicht gesund. Na, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Sie hat mir jetzt ein Spray verschrieben, was das eventuell zum Rückgehen bringen kann. Und ich soll im Januar nochmal kommen. Wie gesagt, es ist ja auch nichts Dramatisches. Es ist ja auch nichts, wo ich sage, ich leide jetzt sehr. Deswegen bin ich da so ein bisschen entspannter, weil ich eigentlich ganz froh bin, dass nicht Sachen gemacht werden müssen, die nicht gemacht werden müssen. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir im Januar sehen, dass es zurückgegangen ist und das alles wieder frei ist, könnte das eine sehr, sehr gute Sache sein. Ich mache mich jetzt wieder zurück. Ich habe super viel Zeit gespart. Ich glaube, Danny freut sich auch. Bis gleich zu Hause.
Schaut euch das bitte einmal an. Die goldene Oktobersonne und unsere erste Kartoffelernte. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es klappt. Wir haben ja wirklich teilweise sogar richtig dicke Kartoffeln. Das macht mich ganz schön stolz. Ein paar Tomaten konnte ich noch ernten. Aber mittlerweile ist das Beet natürlich auch echt schon langsam abgegrast. Ich habe jetzt hier die letzten Zucchini-Pflanzen rausgenommen. Ein paar Tomaten wachsen noch. Es gibt auch noch ein paar Blüten. Aber das hier ist natürlich unglaublich. Guten Morgen. Es ist schon wieder der nächste Tag. Ich war ganz selig, dass ich gestern meine Kartoffeln ernten konnte. Hat mich richtig, richtig glücklich gemacht. Ich bin jetzt einmal schnell ins Lager gegangen, weil ich hier so ein bisschen klar Schiff machen muss. Ihr seht nämlich schon, da sind schon wieder neue Produkte. Die Microfiber Multitools wurden jetzt alle verpackt. Das heißt, alles, was noch da ist, das ist das Letzte. Hier seht ihr auch schon die Adventskalender, Bartbürsten. Ich muss aber dringend eine Inventur machen, weil durch die Mystery Boxen ganz, ganz viel ausverkauft wurde. Keine Lashes mehr. Ich glaube, wir haben vielleicht noch 15 von den Gua Sha Steinen und vor allen Dingen von den einzelnen Pinseln ist auch nichts mehr da. Deswegen muss ich mir einmal aufschreiben, was noch da ist. Wir haben die 4 einzeln. 1, 2 mal. 2 mal die 4. 3 mal Nummer 3. Wir seht ihr vielleicht gleich noch. Ich habe auch gestern schon die Bestellung für die Verpackung gemacht, aber also, ich will ja nicht zu viel verraten, ihr habt es im letzten Blog schon gesehen. Es wird 1, 2, 3, 4 neue Produkte geben, die nichts mehr mit Tools zu tun haben, sondern mit pflegender Kosmetik. Sagen wir es mal so. Und sobald du pflegende Kosmetik hast, müssen natürlich bestimmte Batches und so eingehalten werden. Und da es verschiedene Batches sind in der Produktion, muss die Verpackung angepasst werden. Und das muss individuell auf der Verpackung draufstehen, welches Batch wo ist. Deswegen konnten wir das auch noch nicht vorbereiten. Und das wird auch nicht hier gemacht, sondern es wird woanders gemacht. Deswegen muss ich jetzt warten, bis die Verpackung oder die erste Charge der Verpackung für das eine Produkt da ist, dass ich gucken kann, ob das alles funktioniert. Und dann kann ich erst die Verpackungen der anderen drei Produkte machen, weil sie a. unterschiedliche Größen haben und b. auch unterschiedliche Lagerungsweisen haben. Ein Teil wird jetzt gerade schon verpackt. Es wird mehrfach verpackt sein, weil es sonst mit der Luft reagiert. Und das soll natürlich nicht sein. Dadurch, dass das alles handgemacht ist und alles sehr natürlich produziert ist, muss man da immer ein bisschen genauer sein. Und das ist mir natürlich auch wichtig, dass es genauer ist. Ich gehe jetzt hier einmal so ein bisschen durch. Pinsel habe ich einmal schon aufgenommen. 22 Gua Sha. Dann kann ich das nämlich alles auf der Webseite anpassen. Und es kam gestern auch noch der Kalender von Crash Cosmetics. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen, vielen Dank, Luisa. Wenn das Video online geht, habt ihr bestimmt schon Content dazu gesehen. Aber der sieht natürlich unglaublich schön aus. Bin ich sehr, sehr stolz auf Luisa. Ich habe jetzt ein bisschen beeilen. Es ist extrem kalt geworden. Wir haben noch nicht geheizt. Es ist recht kalt, aber es ist gut hier, dass es hier kalt ist. Muss ja eine bestimmte Temperatur haben hier. Haben wir. Ja, ich kümmere mich jetzt hier mal so ein bisschen um Behind the Scenes. Dann mache ich die Verpackungen der Produkte. Und vielleicht zeige ich das auch noch in dem Vlog. Muss ich dazu sagen. Danny und ich heiraten ja nächstes Jahr. Und wir hängen total hinterher mit der Planung. Wir haben noch nicht mal Save the Date Karten rausgeschickt und die Hochzeit ist in knapp einem halben Jahr. Deswegen will ich heute mal die Save the Date Karten bestellen und designen, dass ich das den Gästen dann schicken kann. Zeige ich euch gleich. Jetzt mache ich erstmal hier ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich. Ihr werdet sicherlich im Hintergrund hören. Es rauscht ein wenig. Der Tag ist gekommen. Ich hoffte, wow, kleiner Poet hier heute. Ich habe gehofft, dass wir die Heizung noch ein bisschen hinauszögern können. Aber Freunde, wir haben 2 Grad. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe heute Nacht so gefroren, dass ich runtergegangen bin und mir die Kuscheldecke vom Sofa hochgeholt habe. War mir viel zu anstrengend für eine erholsame Nacht Schlaf. Nichtsdestotrotz, ich habe richtig gute Laune, denn die ist leider immer noch so ein bisschen krank. Aber ich habe schon echt viel geschafft. Ich erzähle euch kurz, was passiert ist. Ich habe nämlich vorgestern
Weiß ich gar nicht, ob ich das euch gezeigt habe, zeige ich es euch selbstverständlich gleich, die Save-the-Date-Karten designt. Ich zeige euch vor allen Dingen auch alle die, die es nicht geworden sind. Die habe ich bestellt, die müssten sogar schon heute oder morgen kommen, dann kann ich sie euch gleich hier in diesem Vlog noch mit reinpacken. Weil, sind wir ehrlich, meine beste Freundin war neulich da und sie hat mich so gefragt, hey, wie ist der Stand? Weil wir heiraten fast zeitgleich. Sie heiratet 2 Wochen später. Sie hat letztes Jahr schon geheiratet, also dieses Jahr. Und nächstes Jahr dann nochmal woanders. Und wir heiraten da fast zeitgleich. Und sie ist natürlich in derselben Planungsphase. Und sie ist schon fast komplett fertig. Und wir haben noch nicht mal die Save-the-Date-Karten designt gehabt. Wir sind da aber auch extrem entspannt. Wir haben jetzt alles mit der Location geklärt. Da steht schon alles. Beim Menü sind wir uns noch so ein bisschen unsicher. Seht ihr aber in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe heute Morgen schon mit der Konditorei gesprochen für die Hochzeitstorte. Wie man da verfertigt. Ich habe gesagt, gute Frau, ich bin jung. Das ist meine erste Hochzeit, meine erste Hochzeitstorte. Was muss ich tun? Was muss ich beachten? Und wie funktioniert das? Sie hat uns dann eingeladen, dass wir vorbeikommen können, dass wir einfach mal so eine kleine Kostprobe machen. Wir sollen aber auch schon Ideen mitbringen. Und da werde ich mich dann mit Dandy dann nochmal zusammensetzen, einfach, dass wir unsere gemeinsamen Vorstellungen damit reinbringen können. Save-the-Date-Karten sind raus. Ich habe mir so einen kleinen Zettel gemacht, was alles gemacht werden muss. Wir brauchen ein Logo für das Design der Hochzeit. Den Ablaufplan haben wir schon grob überarbeitet. Das Setup für den Ort, wo wir getraut werden, weil das ja auch nicht in einem Raum ist oder in einer Kapelle oder so, sondern wir haben einen ganz besonderen Ort. Ich hoffe, dass es klappt. Die Dekoration, das Buffet, da sind wir dran. Torte habe ich schon angerufen und die Einladungskarten, die richtigen Einladungskarten müssen dann auch noch gemacht werden. Und das steht auf jeden Fall alles in den nächsten Wochen an. Ich muss aber dringend hoffen, dass heute die Verpackung für das eine Produkt kommt, von den vielen, was ich euch erzählt hatte, weil mir die Zeit davon läuft. Ich muss die Fotos machen, ich muss die Kampagne schießen. Ich habe hier, also ein bisschen kann ich euch schon zeigen. das ist ein Teil eines der Produkte. Und da muss ich die Verpackung machen und mir läuft echt so ein bisschen die Zeit davon. Und die Lieferzeiten für Verpackungen sind extrem lang. Und der Fokus für diesen Teil der Marke ist nochmal ein ganz, ganz anderer. Wir haben ja einmal Magamo, das kennt ihr schon. Übrigens, die kleinen Herzchen, die gibt es ja jetzt auch wieder. Die sind deutlich, deutlich größer als die anderen und viel, 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 viel weicher und viel präziser, komplett überarbeitet. Das ist Magamo. Es gibt ja noch etwas Neues. Das habe ich nie wirklich kommuniziert. Aber es gibt noch Nice Beauty. Das wurde mir vor 1,5 Jahren, glaube ich, zugesprochen, der Namensschutz. Und den würde ich natürlich auch gerne verwenden. Aber weil ich nicht für Verwirrungen sorgen will, läuft das alles über eine Webseite auf der Giacomo-Cosmetics-Magamo-Seite mit der Unterkategorie Nice Beauty. Nice Beauty ist handgemacht, Nice Beauty ist regional, Nice Beauty ist made in Germany, beziehungsweise die Verpackung kommt aus Italien und das Papier kommt aus Baden-Württemberg. Die Produkte an sich werden in Brandenburg per Hand gemacht. Also ganz regional, viele kleine Manufakturen. Und das kann ich mit diesen Produkten noch deutlich, deutlich besser machen als mit den Tools von Magamo. Die Pinsel beispielsweise mit Letizia werden ja auch schon in Deutschland, in Bayern hergestellt. Die Kartons dafür auch in Bayern. Und mit der pflegenden Marke Nice Beauty kann ich noch mal viel, 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 viel genauer auf dieses Regionale gehen und dieses Handgemacht und dieses Liebevolle in den Produkten, weil natürlich das noch mal was ganz, ganz anderes ist. Und trotzdem dabei den Preis so gering wie möglich zu halten, ist mein Wunsch. Im Übrigen, ich habe mir noch nicht einen einzigen Cent von Magamo, von Nice Beauty, von Giacomo Cosmetics ausgezahlt. Es bleibt alles in der Firma. Und dadurch, dass wir ganz, ganz viel Support von euch bekommen haben in den letzten Monaten, Tatsache auch durch die Mystery Boxen, konnten wir dieses neue Projekt natürlich gut angehen, was extrem mit Kosten verbunden ist, weil es gerade handgemacht ist und alles hier regional gemacht ist. Das ist sehr, sehr komplex, weil ich glaube, es interessiert viele auch nicht. Aber klar, ich hätte diese Produkte auch in China machen lassen können. Ich will die Shipping-Wege so kurz wie es geht halten. Den einzigen Shipping, den wir hatten, war, ich bin in die Produktion gefahren und habe es abgeholt, ohne dass ein Flugzeug um die halbe Erdkugel fliegen muss.
Ich hätte wahrscheinlich sogar noch mit der Bahn fahren können, aber das wäre zu viel gewesen beim Transport. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich muss die Verpackungen heute machen. Ich habe schon die ganze Deko für die Fotos hier. Es sind ja 1, 2, 3, 4 verschiedene, es ist kein Geschmack, aber verschiedene Sorten. Und die müssen natürlich alle anders aufgebaut werden. Und selbstverständlich auch etwas für Mäuse, die keine Sorte haben möchten, sondern die es ohne Parfum und ohne Duftstoffe haben wollen. 4 verschiedene Produkte. Da muss ich mich jetzt drum kümmern, da läuft mir wirklich die Zeit davon. Aber das ist, ich glaube, das ist mal ganz schön zu sehen. Oder ich wünsche mir, dass es schön ist zu sehen, dass ich mache das alles alleine. Ich habe hier kein Team wie andere Mäuse, andere Influencerinnen und Influencer, die ein Team von, es würde ja schon 2, 3 Personen reichen, um das zu machen. Habe ich nicht. Ich müsste die Leute ja natürlich auch bezahlen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe zwar Leute im Team, aber die sind nicht dafür verantwortlich. Die machen was anderes. Und dadurch, dass ich halt keine Mitarbeiter zu dem jetzigen Zeitpunkt habe, muss ich auch nicht noch Mitarbeiterkosten auf die Produkte schlagen. Ihr werdet sehen, wenn die Preise da sind, ihr werdet umfallen. Also nicht, weil es euch schockiert, sondern für das, was es ist. Ich will nicht zu viel hypen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Mein Wunsch ist es, zum 1. Dezember online zu gehen, weil es eine tolle Geschichte für Weihnachten ist, um nochmal so ein bisschen den Sommer vielleicht zurück aufleben zu lassen, um einfach sich was Gutes zu tun. Ich habe nämlich was Tolles gelernt. Ich mache gerade in der Küche einen Steampot. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Ich habe das neulich erst auf TikTok gefunden. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um das Haus so ein bisschen frischer riechen zu lassen, ohne Chemie. Es gibt natürlich auch tolle Raumdüfte, die sind aber meistens so ein bisschen, naja, vor allem mit Haustieren muss das nicht sein oder wenn man kleine Kinder hat. Deswegen habe ich den Steampot einmal aufgesetzt. Vielleicht habt ihr das Video schon bei Instagram oder TikTok gesehen. Ich habe einfach einen Apfel klein geschnitten, eine Mandarine, sogar ein Blatt von der Mandarine, ein bisschen Rosmarin aus dem eigenen Garten. Und Zimtstangen und das sieht so toll aus. Das kann man bei kleiner Flamme auf dem Herd lassen, nach dem Kochen vielleicht nochmal auf die heiße Platte stellen, dass man die Hitze nutzt. Dann riecht das ganze Haus oder die ganze Wohnung einfach so ein bisschen sauberer und das ging so schnell. Ich weiß, ihr folgt mir natürlich auch für Koch-Content. Ich habe den Brokkoli einfach hier mit reingemacht, spare mir so eine Herdplatte und kann ihn dann abschneiden, ohne dass ich so viel Schnibbelarbeit habe. So ist er schon gar und lässt sich auch viel besser schneiden. Folgt mir gerne für mehr Koch-Content. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittlerweile ist es schon Samstag. Ich bin gerade im Bad und wollte schnell mal die Wäsche zusammenlegen. Es hat jetzt so lange gedauert, bis die trocken geworden ist. Egal. Heute ist Wochenende. Danny geht's fast wieder gut. Mir auch. Ich habe noch so ein kleines Kratzen im Hals. Das war der Duftstecker, der aber keinen Duft mehr drin hat. Ich habe gestern, habe ich euch gezeigt, glaube ich, ne? Gerade eben, ja, das ist eine tolle Sache. Ich habe mir ein bisschen was abgefüllt, einfach in eine Tasse und habe es hier unten auf die Heizung gestellt. Und hier unten, es riecht göttlich. Apropos hier unten und göttlich, beziehungsweise nicht so göttlich, das ist die Decke. Ich hatte mir ja vorgenommen, dass wir diese jetzt im Winter machen, beziehungsweise im Herbst, wenn man draußen im Garten nichts mehr machen kann. Es wird jetzt die nächsten Tage doch noch mal ein bisschen warm, sodass ich den Garten winterfest machen kann. Ich will da jetzt nicht noch wochenlang immer wieder was vorbereiten und hin und her schieben. Einmal winterfest machen jetzt, vielleicht dann im Dezember noch mal, wenn dann der Frost wirklich beginnt. Und dann kann ich mich hier drum kümmern. Wir haben ja jetzt die neue Badewanne, die wollte ich euch in diesem Video auch noch zeigen, also bleibt dran. Und wir haben gestern einen Anruf getätigt, nicht nur für die Hochzeit. Ihr merkt das, ne? Das ist alles so ein bisschen nicht durcheinander, aber es passieren halt 120.000 Dinge auf einmal. Und das ist halt genau das Problem, was ich habe, weil so viele Sachen gleichzeitig irgendwie passieren müssen oder passieren sollen, dass ich dann so ein bisschen ins Straucheln komme und gestern ist es mir wirklich aufgefallen. Ich bin von oben runtergegangen, weil ich hier unten etwas wollte. Hab auf dem Weg dahin aber etwas anderes gesehen, was gemacht werden sollte. Hab das Teil dann aber ins Lager gebracht, stand dann im Lager und dachte, naja, jetzt kannst du auch eigentlich das noch schnell auspacken. Hab dann aber vergessen, was ich eigentlich hier unten machen wollte. Gut. Wir haben einen Maler jetzt wahrscheinlich, der uns die Türen lackiert. Ihr seht es, die sind ja schönes anders.
Und die sind ja im ganzen Haus so, teilweise noch wirklich noch schlimmere Türen. Und eventuell haben wir da jemanden gefunden, der das für uns macht, weil wir das nicht selber machen wollen. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir die Türen austauschen lassen, haben uns da auch schon mal beraten lassen, was das kostet. Aber ich bin ehrlich mit euch, also wir wären da am Ende bestimmt bei 7.000 Euro gewesen. Und das ist ja Quatsch. Also ist ja wirklich, wirklich Quatsch. Muss ja nicht sein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, und das Problem, das ist das Hauptproblem, dass wenn die Zargen dann ausgetauscht werden, dann geht die Tapete vielleicht kaputt. Wenn die Tapete kaputt geht, dann muss die Tapete drumherum ausgetauscht werden. Dann müssen wir aber alles neu machen. Und das ist nur für weiße Türen ist das zu viel. Und die Türen sind qualitativ ja auch sehr gut. Deswegen lassen wir die einmal lackieren, abschleifen, lackieren. Sollen die machen. Ich kümmere mich jetzt hier einmal um die Wäsche, räume das ein. Ich will heute unbedingt, oder was heißt ich will, ich muss unbedingt ins Bauhaus, in den Obi, weil wir die Badewanne ja oben gemacht haben. Und ich zeige euch das mal. Wir ja noch diese schreckliche Dusche haben. Was heißt schrecklich? Ne? Also schön ist es nicht. Wir wollen aber, dass das alles einheitlich auch mit dem Bad oben ist. Ihr seht es, wir haben sehr, sehr kalkhaltiges dieses Wasser. Ich habe vor 3 Tagen entkalkt und es sieht schon wieder schlimm aus. Und das soll einfach genauso in diesem schwarzen Marmor sein wie oben. Schwarzer Marmor ist jetzt vielleicht nicht die beste Farbauswahl für kalkhaltiges Wasser, aber das ist mir egal. Es sieht dann einfach schöner aus als dieses Blau. Und das Waschbecken wollen wir jetzt auch noch austauschen lassen. Ich hatte es ja lackiert mal mit euch. Das war ja auch so holzfarben. Fand ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so schön. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Das ist halt so ein Waschküchenbadezimmer. Und dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Aber es sieht halt einfach aus wie eine Waschküche und das will ich nicht mehr. Ich glaube, sobald die Decke weiß ist und die Türzarge weiß ist, ist das ganz schön. Vielleicht habt ihr dann eine Empfehlung, so eine Verkleidung für die Waschmaschine und den Trockner. Wobei, ich glaube auch, dass die nicht mehr lange durchhalten. Die haben wir ja auch mit übernommen, als wir das Haus gekauft haben. Und ich habe Angst, dass sie dann in 2 Jahren kaputt sind und dann der Schrank auch wieder nicht passt. Also ihr merkt, es passieren ganz, ganz viele Dinge auch hier im Haus. Wir sind ja jetzt auch erst 1,5 Jahre hier und wir haben schon extrem viel geschafft. Also wenn ihr euch die Roomtour mal anschaut, dann seht ihr ja, das war ja ein ganz anderes Haus. Alleine hier, der Raum, der war ja... Wollen wir nicht drüber sprechen. Ich habe mich jetzt eingecremt. Ich habe die hier von Caudalie bekommen. Vinotherapist. Ich mag den Geruch ganz gerne. Der hat so ein bisschen was von Jasmin und dann wird es ein bisschen muffig. Aber, also nicht muffig, die riecht halt sehr natürlich. Apropos Cremes. Leider, das ist die Magic Body Cream von Charlotte Tilbury. Die ist vom Pflegegefühl unglaublich. Eine sehr reichhaltige Creme, aber... Da ist, kennt ihr Andalmanpfeffer, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Pfeffer, der sehr, sehr zitrisch riecht. Und wenn die einzieht, du riechst nach Pfeffer. Ganz, ich pack's nicht. Ich pack's wirklich nicht. Ich bin neulich duschen gegangen, nachdem ich, also ich habe mich geduscht, habe mich eingecremt damit, geekelt, bin wieder duschen gegangen. Ging nicht. Leider, leider gar nicht meins. Ich habe es auch schon meiner Mutter zwischendurch gegeben. Sie hat auch gesagt, nee, kriegt sie nicht hin. Wir sind da sehr, sehr gleich. Gut, okay, genug gequatscht. Ich ziehe mir jetzt mal was an. Ich laufe seit 3 Tagen nämlich in meinem kurzen Schlumperhöschen rum. Ich fahre jetzt einmal kurz in die Drogerie. Ich will die neue NYX Blur Foundation kaufen. Die habt ihr wahrscheinlich sogar schon gesehen, das Video. Und ich muss ins Bauhaus. Ach so, und auch das. Wir haben vor, das ist ja mittlerweile auch schon fast 3 Wochen her, mit Danny waren wir ja bei Ikea und haben ihm noch eine Vitrine gekauft. Die steht immer noch unaufgebaut. Da. Okay, süßenweise. Wir gehen jetzt hier raus aus dem Bad. Ich zeige euch, wie später weitergeht. So, wir waren jetzt noch einmal ganz schnell bei Obi. Danny bringt gerade den Wagen weg. Ich wollte euch zeigen, diese Dinger sind so unfassbar schwer gewesen. Ich glaube, ein Paket wiegt, glaube ich, 30 Kilo. Und dann haben wir noch so eine Rinderraupe geholt für die Regenrennen. Mal gucken, ob es funktioniert. So, einen wunderschönen Sonntag. Ich glaube, ich war, seitdem wir hier wohnen, noch nie beim Bäcker an einem Sonntag, weil wir meistens Brot zu Hause haben. Und ich wollte eigentlich heute Morgen so ein schönes Baguette machen. Ich habe es vorgestern gekauft. Ich
Tetrapacks aus. Und kennt ihr das, wenn ihr das Produkt öffnet und schon riecht, dass da irgendwas nicht stimmt? So dieses, vor allem bei diesen Aufbackbroten, wenn die so richtig hefig, so richtig säuerlich riechen schon. Ich habe das Brot umgedreht. Die komplette Rückseite war in einem wunderschönen Blau-Grün. Deswegen bin ich jetzt zum Bäcker gefahren. Was ich eigentlich ganz schön finde. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, hatte ich einen Bäcker gleich nebenan. Da konntest du dann mal schnell hinrennen, dann war das nicht so schlimm. Hier musst du dann wirklich mit dem Auto hinfahren. Aber ich liebe den Duft von frisch gebackenen Brötchen. Und der Bäcker hier macht das echt auch noch hier im Laden. Und dieser, es gibt ein Brot, der ist scharfer Franzose. Mmh. Mmh. Ich bin ja so eine Maus, früher, als ich in meiner kleinen Wohnung war und dann ausziehen musste. Ich hatte ja nicht so viel Geld und habe mir dann immer probiert, Sachen zum Essen zu suchen, die wenig kosten und super, super lecker sind. Und das hat sich bis heute hingezogen, weil ich das einfach so gerne esse. Einfach ein frisches Brötchen mit Butter und ein bisschen Brühe drauf. Oh, und dieser scharfe Franzose. Freunde, ich sag's euch, wenn ihr, weiß nicht, wie es bei euch heißt, es ist nur ein bisschen scharf mit Pfeffer oder so und salzig, oh, richtig, richtig gut. Egal, ich fahr jetzt nach Hause, Danny wartet, wir frühstücken schnell. Ich teste auch gerade eine Foundation, das ist die neue NYX Bare With Me Foundation. Ah, und bis jetzt, sie ist ganz schön matt. Ich finde, in der Kamera sieht sogar gar nicht so schlecht aus, aber dazu dann mehr in der Review. Heute, wir müssen unbedingt Adventskalender packen. Ich muss unbedingt die Fotos für Nice Beauty machen. Gestern kamen die ganzen Dekorationsteile, das gute Meersalz, das Lavendel, alles, was ich brauche für die Fotos. Und das, vielleicht schaffe ich das heute noch. Es ist das totale Chaos ausgebrochen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie es passiert ist, aber ich will nicht drüber reden. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wann ich das letzte Mal oder wann der letzte Clip vom Vlog war. Ich glaube, vorgestern oder so. Heute ist, glaube ich, Dienstag und wir müssen dringend mein Studio aufräumen. Ich mache das wirklich alle 2 Tage. Aber ich produziere ja sehr, sehr viel Content für viele verschiedene Plattformen und muss ja immer irgendwie neue Produkte oder viele verschiedene Produkte mit drin haben. Und ich habe gerade eben ein Adventskalender-Video gedreht. Ich habe heute Morgen eine Foundation-Review beendet. Also den letzten Teil davon gedreht. Und das sieht einfach katastrophal aus. Ich zeig euch das. Ich muss einmal nur kurz gucken, ob alles weg ist. Aber ja, es ist katastrophal, wie es hier aussieht. Ich schäme mich richtig. Damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, wie viel Kram hier eigentlich so rumsteht. Ja. Das ist gerade aus einem Adventskalender-Video entstanden. Da hinten sind noch Produkte von dem Haul. Hier war ich heute bei Action. Hier ist ein Adventskalender. Hier sind Produkte noch drin. Die Wände sind auch noch kaputt. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, das da hinten alles ordentlich zu machen. Das heißt, ich gebe euch jetzt einmal in den Zeitraffer und wir müssen hier dringend ein bisschen aufräumen, weil das ist ja wirklich unzumutbar. Tada, es sieht schon deutlich besser aus. Ich hasse, es gibt ja so ein paar Dinge, die mich wahnsinnig aufregen. Unter anderem Kabel, die man sieht. Ich habe hier hinten aber keine Steckdose. Ich muss dazu sagen, mein Studio früher, also als das Haus gebaut wurde, war hier die Kohleheizung drin. Und diese Wand gab es noch nicht. Hier auf der anderen Seite war der Ofen, hier war die Kohleablage. Da gab es natürlich keine Steckdosen. Ich habe zwar welche, die sind aber dahinter und deswegen muss das Kabel hier hängen. Ich brauche auch eine Verlängerungssteckdose oder so eine Mehrfachsteckdose. Vielleicht mache ich mich hier einen Kabelkanal hin, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber ich bin ehrlich, es sieht ja jeden Tag wieder dramatisch schlimm aus hier. Ich habe auch keine Lösung dafür. Meine Schminksammlung ist da schon wirklich an der Grenze und
ich bin ehrlich mit euch, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe es zwar alles zusammengeräumt, aber es steht jetzt halt einfach da. Ich habe gerade mal schnell geschaut, ob ich noch einen Kabelkanal habe. Habe ich nicht. Das heißt, ich muss in den Baumarkt, aber ich muss die Tage ja eh in den Baumarkt, habe ich euch ja vorhin gesagt. Ich will ja unbedingt die Decke jetzt streichen. Hier finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil das Licht, also ich habe ja hier so einen Reflektor, habt ihr ja gerade gesehen. Das Licht kommt von oben, reflektiert, geht zurück an die Decke und reflektiert dann etwas wärmer zurück, weil ich habe halt Tageslichtlampen hier und damit das nicht so kalt aussieht, ist so eine Holzdecke gar nicht schlecht. Und ich finde sie hier recht gemütlich. Problem kann ich beheben. Ist jetzt nicht wichtig, einmal schnell Hände eincremen. Das ist im Moment, also bei der Heizungsluft, Hauptsache die Hände sind eingecremt. Jetzt ist es zwar hier sauber, sodass ich dann morgen früh entspannt wieder anfangen kann zu drehen, aber ich muss jetzt das da hinten einmal durchsortieren, weil das ist... Mäuse, ich habe gerade den Vlog geschnitten und mir ist aufgefallen, dass dieser schon fast 40 Minuten ging. Ich weiß, ihr liebt lange Videos, aber... Ich glaube, ich beende den Vlog an dieser Stelle, weil er natürlich schon wieder sehr, 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 sehr lange zurückliegt und in den nächsten Tagen wieder ganz viel passiert. Mir macht es unglaublich viel Freude und ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für das Feedback unter dem ersten Vlog. Vielleicht habe ich es hier schon gesagt, es geht gar nicht unbedingt um die Aufrufzahlen, sondern es geht mir darum, dass wir als Community oder ich mit euch als Community einfach nochmal einen anderen Blick aufs Leben nehme und einfach über andere Dinge sprechen kann. Ich hoffe, ihr hattet daran Freude. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf den nächsten Vlog. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video unbedingt einen Daumen nach oben gebt und alle einen Kommentar schreiben. Vielleicht schaffen wir es, dass das Video 2000 Kommentare kriegt. Es reicht, wenn ihr euren liebsten Emoji in die Kommentare schreibt. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.